Ich habe hier ein wunderschönes Zitat von dem sehr etablierten, renommierten, ordentlichen Professor und Verfassungsrechtler Hans-Herbert von Arnim, der sagt, das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk, das nominell Herr und Souverän, hat in Wirklichkeit nichts zu sagen. Und das ist dann besonders krass auf der Bundesebene. Und dann führt er weiter aus, jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, es sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Also Scheindemokratie. Ja, ich begrüße nun im Gespräch Professor Dr. Michael Vogt, bekannt aus dem Schild Verlag und natürlich auch vom Alpenparlament, und möchte dich recht herzlich begrüßen hier im Kulturstudio, lieber Michael. Ja, lieber Michael, ebenfalls herzlich willkommen. Ja, Michael, wie hast du das vergangene Jahr erlebt? Was waren da so deine persönlichen Highlights? Ich glaube, dass das Besondere an 2012 gewesen ist, dass wir unabhängig von der, da werden wir noch drauf kommen, Debatte um Maya-Kalender, 21. Dezember und so weiter, dass das Jahr 2012 ein Jahr war, in dem in erster Linie und stärker erstmals auch die Alternativen in den unterschiedlichen politischen Bereichen gefordert, diskutiert und präsentiert wurden. Dass wir also nicht mit dem Blick zurück, den Blick am bestehenden und die Kritik am bestehenden System weitergetrieben haben, sondern dass in 2012 die Menschen, ob das eure Zuhörer oder meine Zuschauer oder ob das bei Tagungen oder Kongressen die Teilnehmer gewesen sind, Alternativen hören wollten, präsentiert bekommen wollten. Wie kann es denn in den Bereichen Geldsystem, Politiksystem, Familie, Bildungssystem und so weiter und so weiter. Wie kann es in all diesen Systemen wirklich anders gehen? Wie kann eine nachhaltige, eine humane, eine auf Gerechtigkeit und Frieden ausgerichtete Politik endlich etabliert werden? Wie sieht die Vision aus? Das ist das Besondere und das Neue in 2012 gewesen. 2011 war ein Jahr der Zusammenfassung, insbesondere der Kritik am herrschenden System in allen Bereichen. Auch das ist neu, dass es nicht sich jetzt beispielsweise auf die Wirtschaft oder auf das Medizin- oder Gesundheitswesen konzentriert, sondern dass die Breite der Bereiche inzwischen angesprochen werden, die Menschen merken, dass nicht nur in ihrem persönlichen Erfahrungsbereich, in dem sie sich so ganz gut auskennen, das System, das politische System und vor allen Dingen das Parteiensystem versagt, sondern dass das ganz offensichtlich in der kompletten Breite politischer Darstellungsmöglichkeiten oder auch systemrelevanter, also auch was die Justiz betrifft und so weiter, Bereiche betrifft. Wollte man 2011 sich mit dieser Kritik noch befassen, ging das noch, schwappte das noch durchaus ein bisschen in 2012 rüber, aber die Forderung nach Alternativen, wie es denn weitergehen könnte, wie es denn anders sein könnte, mit dem Geldsystem, mit dem Wirtschaftssystem, mit dem Gesundheitssystem, mit dem Bildungssystem, mit Familie, und Kinderpolitik und. Das war die Forderung des Jahres 2012. Und insofern wird, wenn man dann das gleich in einen Ausblick ummünzen kann,
in 2013 der Schwerpunkt, was Alternativen betrifft, vertiefend weitergehen, so dass die Politik künftig eben nicht nur mit einer immer breiteren Kritik all ihren Tuns konfrontiert ist, sondern eben auch ganz konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, Neustartmöglichkeiten, tatsächliche Neuordnung, wirkliche Nachhaltigkeit, wirklich humane Politik und so weiter, wirklich demokratische Politik, all diese Dinge wird sich das herrschende System als Alternativen in Zukunft sehr konkret gefallen lassen und sich solchen Alternativen konfrontiert sehen und gegenüber sehen und dann in einer noch größeren Ratlosigkeit versinken, als das im Moment der Fall ist. Was waren so für dich auch persönliche Highlights? Gibt es da so etwas oder war das halt so kontinuierlich etwas, was sich so aufgebaut hat im Laufe des Jahres? Also sicherlich war bei den Veranstaltungen und bei den Tagungen die Alsfelder Beschlüsse vom 9. November, also relativ dicht dran, ein Schlüsselereignis auch für die weitere Arbeit, weil dort erstmals der Ansatz beschritten wurde, zu sagen, wir gehen nicht nur auf verschiedene Themenfelder und suchen da nach Alternativen, sondern es war die komplette Breite politischer Wirksamkeit und politischer und gesellschaftlicher Bereiche, die dort angesprochen wurde. Und diese Bereiche wurden als ein echtes Alternativprogramm zur herrschenden Politik eben demokratisch diskutiert, demokratisch verabschiedet. Und damit haben wir uns bei den Alsfelder Beschlüssen deutlich unterschieden von dem, was in unserem Parlament stattfindet, wo ja in ganz, ganz vielen Bereichen nachweislich und messbar und belegbar geradezu umgekehrt proportional das passiert, was die Menschen wollen, also der Verzicht und der Abkehr vom Volkswillen, von dem, was der Wähler eigentlich will. Ich habe hier ein wunderschönes Zitat von dem sehr etablierten, renommierten, ordentlichen Professor und Verfassungsrechtler Hans-Herbert von Arnim, der sagt, das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk, das nominell Herr und Souverän, hat in Wirklichkeit nichts zu sagen. Und das ist dann besonders krass auf der Bundesebene. Und dann führt er weiter aus, jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, es sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Also Scheindemokratie. Eine wunderschöne und knapp zusammengefasste Analyse des augenblicklichen Zustandes. Und genau das haben wir in Alsfeld aufgegriffen und gesagt, es gilt eben für alle Bereiche. Und wir haben eben Visionen, an denen noch gearbeitet werden muss, gar keine Frage, und an denen wir in 2013 arbeiten werden, Visionen entwickelt eben für alle Politik- und gesellschaftlichen Bereiche. Und insofern war das sicherlich ein herausragendes und besonderes Ereignis von der inhaltlichen Breite, aber auch von der Verfahrensweise. Es waren keine tollen Wissenschaftler oder tollen Referenten, wobei es wundervolle und tolle Menschen gibt, die hier unendlich viel dazu beigetragen haben, dass wir vorwärts gekommen sind, gar keine Frage, sondern wir haben gesagt, das ist etwas, was wir kennen, was wir alle schon gelernt haben und was wir wissen. Wir kommen ohne eine solche Referentengalerie aus und diskutieren unter uns, wie es weitergehen soll. Also dieser
basisdemokratische und nicht expertengesteuerte, also im Sinne von passiven Konsumieren von Expertenwissen, sondern aktives Umsetzen von erlebten und gelesenen und erfahrenen Expertenwissen in Visionen. Das war wirklich was Besonderes. Ja, also eine Bewegung von unten heraus sozusagen, von ganz genau, wie es eigentlich auch sein sollte. Und wie du schon sagst, es ist also keine Experten, denen man jetzt huldigt oder dort, die wieder eine Meinung vorgeben, der man sich anschließen kann, sondern selbst erarbeiten von Zielen und Visionen. Ja, deine Meinung zum 21.12. würde mich natürlich sehr interessieren, in Bezug natürlich auch auf den Maya-Kalender. Glaubst du als Historiker, dass alle Informationen dieses Thema betreffend wirklich gut belegbar sind, oder ist das aus deiner Sicht alles auch so eine Interpretationssache, wie auch so oft in der Geschichtsschreibung? Also, man muss dazu sagen, dass natürlich das Wissen, das wirklich tiefe Wissen über die Geschichte der Mayas und damit auch deren Kalender etwas ist, was nicht so ganz wirklich auch in die Tiefe gehen kann, einfach in der Mangelung von Dokumenten und vor dem Hintergrund, dem historischen Hintergrund, dass hier natürlich brutalst mit Wissen und mit auch den Menschen, die Wissensträger gewesen sind, seitens der christlichen Eroberer in der typisch christlichen nächstenliebenden Weise auch umgegangen wurde. Also hier ist kräftig ausgerottet worden, und damit ist natürlich wie bei in unseren Bereichen bei heidnischem vorchristlichen Wissen extrem viel vernichtet worden. Das muss man immer vor die Klammer ziehen, wenn man sich über die Quellen unterhält. Das Zweite, was man vor die Klammer ziehen muss, ist, dass die Sieger die Geschichte schreiben und es eben nicht die Mayas sind und die indigenen Völker, die über ihre eigene Kultur in aller Breite haben berichten können, sondern die Sieger haben darüber berichtet. Und da ist dann viel von Opfern und blutrünstigem Verhalten und zu lesen. Das erinnert mich dann immer so an Vandalismus und Barbaren und Berserkertum, Dinge, die in die Sprichwörtlichkeit der deutschen Sprache Eingang gefunden haben. Und wenn man dann sich anschaut, was Vandalen wirklich gemacht haben, was die Berserker wirklich waren, was die sogenannten Barbaren gemacht haben oder wirklich waren, dann weiß man auch in diesem Fall, hier ist die herrschende Geschichtsschreibung eben die Geschichtsschreibung der Herrschenden, wie Karl Marx das so schön formuliert hat. Also wie gesagt, die beiden Dinge muss man vor der Klammer sehen. Das, was ich von denjenigen gelernt habe, die sich wirklich intensiv aus einer möglichst objektiven und vor allen Dingen eben Maya-orientierten Sicht mit diesem Thema befasst haben, ist, dass wir hier einen hochkomplexen, mit unendlich tiefgehenden, kosmischen, astronomischen Wissen versehenen Kalender haben, der in Zeitdimensionen operiert, die also hier für unsere lächerlichen 2000 Jahre, die wir als christliche Zeitrechnung oder christlich oktroyierte Zeitrechnung übersehen können, unglaubliche Dimensionen hat. Also Faktor 10, Faktor 13, um den es hier letztendlich geht. Und vor dem Hintergrund dann sehr, sehr viel mehr Wissen dahinter steckt, als wir hier mit unserem lächerlichen gregorianischen oder julianischen Kalender hier zu bieten haben. Dass das aber etwas ist, was eben einen Zyklus bedeutet und beschreibt, dieser Zyklus, der unterstellt, der 21.12. ist wirklich mit all den kalendermäßigen Verschiebungen, die wir durch Kalenderreformen der Päpste ja hier haben, auch wirklich der 21.12. des Maya-Kalenders. Also wenn diese Daten, das ist nochmal das ganz große Fragezeichen, dass es sich hierbei wirklich um ein identisches Datum handelt. Aber selbst mal unterstellt, es wäre da kein Rechenfehler oder kein Korrekturfehler drin, geht ein Zyklus zu Ende und es geht ein neuer Zyklus weiter. Dass mit dem Planeten Dinge passieren und sich verändern, ist etwas, was
von klugen Köpfen wie einem Dieter Bröers schon seit langem prognostiziert wurde und sich offensichtlich auch als richtig herausstellt, ob diese Veränderung dazu führt, dass es wirklich einen Bewusstseinssprung oder die Chance dazu geben wird oder geben kann, wird man sehen. Es wäre schön, wenn das so wäre, wenn es also wirklich eine Welt, die in 2012 in extremer Weise wieder mit Kriegen und Blutbädern und Massakern und Verbrechen gekennzeichnet war, vor allen Dingen auch dieses ganzen herrschenden Geld- und Finanzsystems, dass es, wenn es wirklich dazu einem Bewusstseinssprung und dann zu einer Veränderung käme, sodass also auch solches Leid künftig vielleicht weniger, vielleicht gar nicht mehr stattfände. Es wäre so sehr zu wünschen, überhaupt gar keine Frage. Insofern sehe ich einerseits keinerlei Hinweise und Gefahr oder irgendeine Prognose, dass so etwas wie ein Weltuntergang stattfinden könnte. Das ist auch nichts, was aus dem Maya-Kalender oder dem Ende eines Zyklus des Maya-Kalenders und dem Beginn eines neuen Zyklus, der dann ebenfalls wieder 26.000 Jahre umfasst, zu entnehmen oder zu entnehmen wäre. Gleichwohl, Dinge können sich ändern und da steckt eben auch eben dieses kosmische und astronomische Wissen der Mayas eben damit drin. Es passiert mit dem Planeten im Augenblick eine Menge. Und wenn es zu einem Aufstieg und einer Veränderung käme, es wäre den Menschen zu wünschen, es ist nur bedauerlich, dass das nicht schon früher eingesetzt hat, dann wäre uns 2012 auch eine Menge an Leid, erneut wieder an Leid erspart geblieben. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, das kann man auf jeden Fall sagen. Nun gibt es ja zum Beispiel auch Gerüchte, so nenne ich das mal, dass am 21.12. zum Beispiel auch der Vertrag der FED in den USA auslaufen soll. Eine Quelle dazu ist zum Beispiel Max Kaiser. Andere behaupten wiederum, dass es ein Hoax ist. Hast du zufällig nähere Informationen auch zu dieser Thematik? Also es gibt insofern widersprüchliche Aussagen, als auf der einen Seite man Hinweise findet, dass bestimmte Verträge, Dienstleistungsverträge, wie auch die dann auch quasi einen Vertrag wie den mit der FED subsumierten, überhaupt nur auf 99 Jahre geschlossen werden dürfen und dann nach amerikanischem Recht automatisch auslaufen und entweder verlängert oder eben nicht verlängert werden können. Einen exakten Hinweis darauf, dass diese Bestimmung, die wohl im sonstigen amerikanischen Recht in jedem Fall Gültigkeit hat, auch auf den Kongressbeschluss vom 22. Dezember 1913 zutrifft, also der Begründung des FED-Systems, habe ich nicht gefunden. Wenn Max Kaiser eine solche Prognose oder eine solche Behauptung aufstellt, ist das extrem ernst zu nehmen. Er ist einer der in Wirtschaftsfragen kundigsten Menschen hier in Europa. Also er ist Amerikaner, lebt aber in Paris. Wir haben auch schon Sendungen mit ihm gemacht. Insofern wäre das extrem ernst zu nehmen. Spielen wir das einmal durch. Sollte also ein solcher Vertrag auslaufen, müsste der Kongress eine Modifikation oder eine Verlängerung, entweder in bestehender Form oder in veränderter Form, am 21.12. oder spätestens am 22.12. 2012, also nächsten Samstag, Sonntag, beschließen, um auf die Art und Weise eben einen Anschluss zu garantieren. Dass ein amerikanischer Kongress so etwas beschließt, daran habe ich keinen Zweifel. Dafür ist schon gesorgt, wenn man sich die Zusammensetzung der beiden großen Kongressparteien ansieht. Es ist völlig egal, ob das Republikaner oder Demokraten sind, die hängen an demselben System, hängen an denselben Thinktanks dran. Insofern
ist die FED sicherlich die Letzte, die sich hier eine Sorge machen müsste, dass irgendwas an ihrer Herrschaft beschnitten werden würde. Aber bislang gibt es auch keine entsprechende Vorlage oder mir ist keine entsprechende Vorlage, also Kongressvorlage bekannt, nach der das eben nötig sei oder gemacht werden sollte. Insofern kann es durchaus auch sein, dass eben diese amerikanische juristische Bestimmung des Auslaufens nach 99 Jahren eben für, aus welchem Grund auch immer, für die Begründung der FED da nicht gilt. Aber wie gesagt, eine Hoffnung, also um das, da bin ich mir nun absolut sicher, eine Hoffnung darauf zu legen, dass ein amerikanischer Kongress jetzt beispielsweise einem Ron Paul folgte und sagt, also wir schaffen das unabhängige FED-System ab und wir gehen den Kennedy-Weg, der ja bekanntlich sehr ungesund geendet hat, und gehen den Kennedy-Weg und verstaatlichen das amerikanische Notenbanksystem wieder und nehmen es aus der Privatisierung raus. Das ist etwas, was aus meiner Sicht auf gar keinen Fall eintreten wird und völlig unvorstellbar ist. Insofern vermute ich mal, entweder der Kongress winkt das durch, vielleicht in derselben vorweihnachtlichen Stimmung mit wenigen Hanseln und nicht wissend, was an dem Tag eigentlich auf der Tagesordnung steht bei den meisten Kongressabgeordneten. Das müsste dann so am 20. passieren. Die wenigsten sind da und der Rest ist eingenordet und macht den Job des großen Geldes. Oder es ist gar nicht nötig und Herr Bernanke kann in aller Ruhe Silvester feiern und muss sich keine Sorge machen, dass da irgendjemand an seiner Macht kratzt. Also das muss er sich wahrscheinlich nicht, sowieso nicht. Insofern sehe ich da nicht irgendeine gravierende Änderung, selbst wenn dieser Vertrag ausliefe. Okay. Ja, was sind denn so deine Pläne auch für das kommende Jahr? Erwartest du so eine positive Entwicklung in der Welt oder doch eher noch eine Zuspitzung? Also, das, was, wenn die Meldungen stimmen, mich sehr gefreut hat und wo ich sehr froh drüber bin, ist, dass offensichtlich durch die Standhaftigkeit der russischen Politik, und hier ist eben positiv in allererster Linie Putin zu nennen, ganz offensichtlich die Gefahr in Syrien und Iran eines Krieges gebannt ist. Hier soll es zu Stationierung von russischen Raketen gekommen sein, was dazu geführt hat, dass die völlig größenwahnsinnig gewordenen Türken ihre erstmal schleunigst von der Grenze zurückgezogen haben. Ein nur noch als Faschist zu bezeichnender Hardliner im israelischen Kabinett zurückgetreten ist, sodass also hier in der Tat ein alternativer im Internet, alternativer Journalist im Internet hat das übertitelt, es riecht nach Frieden, dass also hier in der Tat die Entwicklung weg von einem weiteren Morden, einem nächsten Krieg und Zerstörung von Menschenleben und Land und allem drum und dran, wie in Libyen und wie im Irak und wie in Afghanistan eben abgesehen werden kann. Das ist eine gute Entwicklung, wenn das wirklich jetzt sich so bewahrheitete. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben natürlich in 2013 ein Wahljahr, in dem sich Pseudo-Alternativen von herrschenden Parteien, von Arnim hat das ja wunderschön beschrieben, er ist ja ein sehr starker Kritiker auch des Parteiensystems oder eines Systems, in dem sich die Parteien den Staat zur Beute gemacht haben und wo es überhaupt nicht mehr um Inhalte geht. Und dieses Parteiensystem wird in weiterer und intensiverer Form gerade im Wahljahr konfrontiert werden mit Visionen, mit Alternativen zur Politik, echten Alternativen zur Politik, echten alternativen Wegen, neuen Wegen, eine wirkliche Veränderung des politischen Systems zum Besseren, ohne darauf auch nur im geringsten Antworten finden zu können.
Und das in einer immer breiteren Basis der Menschen. Insofern erwarte ich da eigentlich durch unsere gemeinsame, da ist eure Arbeit extrem wichtig, das ist, sind andere Institutionen wie beispielsweise Alpenparlament, aber natürlich auch ganz besondere Weise Wissensmanufaktur, NUWISO und Schalle und Rauch und Infokrieger und so weiter von großer Bedeutung. All die werden weiteren Zulauf finden, werden in immer größerer Weise zur Kenntnis genommen. Und das sind dann eben nicht mehr kleine Clubs und kleine Krüppchen, sondern das wird in Hunderttausenden, Millionen interessierten Zuschauern, Lesern, Zuhörern und so weiter sich niederschlagen. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die positiv ist, weil wir eben gemeinsam Alternativen über alle politischen Herkünfte und Schranken hinweg. Das ist die große Neuerung auch des Jahres 2012. Schon auch etwas früher, aber eine Neuerung, die vor 10 Jahren völlig undenkbar gewesen ist. Die Menschen, die in Alsfeld zusammengekommen sind, die du interviewst, die ich bei mir in den Sendungen habe, die bei der Wissensmanufaktur auf Tagungen auftreten, sind Menschen, die aus völlig unterschiedlichen politischen Lagern, Sozialisationen, Herkünften und so etwa kommen. Und denen das egal ist, wo diese Schubladen- und Gesäßpolitik eines Parlamentes, der gehört zu denen, der ist gut und der ist eben jemand, der ist von der Gegenpartei oder wie auch immer. All dieses antiquierte Denken ist im Mülleimer, gehört auch in den Mülleimer der Geschichte. Und es ist völlig egal, ob ich aus einem Liberalen, aus einem Linken, aus einem Rechten, aus einem Konservativen, aus einem Christlichen, aus einem Islamischen, aus einem Heidnischen, völlig egal, Ansatz her, Politik mache, zu Lösungen beiträge. Darauf gucke ich nicht mehr, darauf gucken die anderen nicht mehr, sondern sie gucken auf die Inhalte. Und das ist eine Qualität einer neuen Zeit, wie sie vor ganz wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen ist, weil dann jeder sich so hinter seinen bisherigen Sozialisierungsherkünften verschanzt hat und mit den anderen Gespräche nicht mehr möglich waren. Und das ist neu und das ist schön, dass das so ist. Und das wird dem politischen herrschenden System, das eben von diesem in den Schubladen schieben insbesondere Weise lebt, nicht nur nicht gefallen, sondern größte Schwierigkeiten bereiten. Und vor dem Hintergrund sollten wir genau auf dieser Schiene weitermachen und uns auch nicht auseinanderdividieren lassen, wie das natürlich immer wieder versucht wird mit Diffamierungen, aber sie greifen eben nicht mehr. Und das wird in 2013 noch richtig an Fahrt zunehmen. Genau, an ihren Taten wirst du sie erkennen, heißt es ja so schön. Ja. Und wie gesagt, natürlich gibt es da auch eine Entwicklung, die wir durchgemacht haben in diesem Zusammenhang und natürlich auch mit gewissen Themen erst vielleicht ein bisschen Unwohlsein verbunden haben, aber je tiefer man in diese Thematik einsteigt und das einfach mal auch aus einem gewissen Abstand betrachtet, merkt man einfach, dass es auch nur gewisse Programmierungen waren, gewisse Dogmen, die man selbst noch auferlegen war in gewissen Richtungen. Ja, und so bekommt man einen ganz anderen Blick auch für die Welt und ist einfach interessant, so viel verschiedene Leute, Köpfe zu interviewen, deren Weltsicht mal zu sehen, natürlich auch deren Informationen, die sie geben können. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und da ist natürlich Alpenparlament und Schild Verlag sind natürlich dort auch zwei gewichtige Medien, sozusagen Medienpartner, die da auch natürlich einen großen Teil dazu beigetragen haben, insbesondere natürlich auch Alpenparlament im alternativen Mediumbereich mit Bild und Ton, deine ganzen Beiträge, das ist ja auch für dich wirklich viel, viel Arbeit, also auch nochmal mein Dankeschön, Respekt auch dir gegenüber, diese Leistung, die ihr dort beim Alpenparlament macht, wirklich ist wirklich sehr, sehr lobenswert. Sie geht aber, Michael, sie geht nur dadurch, dass es auf der einen Seite jemand, den die Idee und den Idealismus mitgebracht hat, zu sagen, ich stelle eine solche Technik und eine solche Voraussetzung zur Verfügung, dass man eben mit Kamerateam und Studio dort arbeiten kann. Insofern ist das etwas, wo man einfach auch
an dieser Stelle sagen sollte und sagen muss, ohne einen Martin Frischknecht hätte es das Ganze nicht gegeben. Er hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Und es geht auf der anderen Seite nur durch die Gesprächspartner. Es ist nicht das Verdienst des Moderators, sondern es ist das Verdienst der Gesprächspartner, die eben hier die Inhalte zur Verfügung stellen, ihr Wissen zur Verfügung stellen und die... Und ich habe unendlich viel in den über 200 Interviews gelernt in allen Bereichen, die eben auf ihrem Gebiet in die Tiefe gegangen sind und richtig hingeschaut haben. Und wir dann eben festgestellt haben, dass eine EU-Sparlampe eine völlig kriminelle und im Übrigen schwachsinnige Geschichte ist, dass die BRD vorn und hinten nicht souverän ist, dass wir hier riesen Aufhol- und Nachholbedarf und Klärungsbedarf über den juristischen und völkerrechtlichen Zustand dieses Landes haben, dass Gentechnik von Anfang an etwas gewesen ist, hinter dem eine kriminelle Machtergreifungsstruktur, um sich die Welternährung unter den Nagel zu reißen, liegt. Dass die Wasserfrage etwas ist, die ganze Privatisierungsgeschichte etwas ist, auch ganz besonders am Beispiel des Wassers zu sehen, was Naturgüter, Güter, die originär den Menschen gehören, dem Volk gehören und nicht irgendwelchen Kapitalisten, hier missbräuchlich auch von den Politikern verscherbelt werden, dass das Geld- und Wirtschaftssystem, eine Zinskritik, die vor 10 Jahren in den Bereich der völligen Spinnerei gepackt wurde, wo es wenige Koryphäen wie Bernd Senf gegeben hat, Andreas Popp natürlich ganz vorne zu nennen gegeben hat, die sich mit diesem Thema befasst haben, belacht wurden und angegriffen wurden. All diese Menschen haben dazu beigetragen, dass wir einen ganz scharfen und geschärften Blick auf unsere Realität bekommen haben. Und es ist für mich eine große Ehre gewesen, über die 3 Jahre, die es gut 3 Jahre, die ich Alpenparlament jetzt machen darf, mit all solchen Leuten zusammenzukommen und festzustellen, es gibt die Alternativen. Es gibt eben mit Klaus Thurter oder Klaus Vollkammer im Energiebereich zu sagen, es gibt die Alternativen, die wir alle haben. Und wir können eine humane, eine nachhaltige, eine positive Welt aufbauen, in der es keinen Hunger gibt, in der die Menschen sich nicht mit Krieg wegen irgendwelcher Ölvorkommen überziehen müssen. Und all das ist möglich und wir, du genauso wie die genannten, leisten ihren Beitrag dazu, dass es eine Welt in diese Richtung gibt. Und ich kann eben vor dem Hintergrund morgens in den Spiegel schauen und sagen, okay, das, was hier stattfindet, was wir hier gemeinsam machen, im Team machen, ist etwas, was dazu beiträgt und wir gucken nicht weg. Wir ignorieren das nicht, wir verschweigen die Probleme nicht, wir helfen nicht bei der Unterdrückung der Lösung, sondern wir präsentieren sie. Und das ist etwas, was eine Tätigkeit ist, die befriedigt, die eine Berufung ist und die es dann auch eben ermöglicht, irgendwann den eigenen Kindern und inzwischen Enkelkindern eine hoffentlich bessere Welt zu hinterlassen. Ja, das kann ich absolut unterstreichen. Auch, wie gesagt, im Bereich Kulturstudio ist es natürlich so, dass ich vielleicht sicherlich das Visuelle dort darstelle, nach außen hin sichtbare bin, aber natürlich im Hintergrund da ein tolles Team mittlerweile entstanden ist, die natürlich auch sehr, sehr viel und sehr, sehr große Arbeit leisten. Und wie du sagst, natürlich auch die Gäste sind absolut wichtig. Ohne die Gäste, ohne solche interessanten Gäste wäre natürlich auch ein Kulturstudio oder ein Alpenparlament inhaltslos sozusagen. Genau. Ja, möchtest du vielleicht zum Schluss noch etwas loswerden, so an unsere Zuschauer oder Zuhörer, was dir so wichtig wäre zum Abschluss des Jahres, vielleicht auch in ganz allgemein also gesagt. Wichtig ist, dass die Informationen, die wir, ob das über Radio ist, ob das über Internetfernsehen oder über demnächst vielleicht auch über das richtige Fernsehen, also über das
ganz normales Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen läuft oder über Print läuft, wie Magazine wie Kompakt oder Dorian Gray als Wochenzeitung, dass die eine immer größere Verbreitung finden, dass die Menschen, die uns zuhören, die uns zuschauen, die unsere Sachen lesen, das in der Breite streuen, sodass wir eben irgendwann, wie Andreas Popp das so schön gesagt hat, die 99% werden und uns auch bewusst werden, dass wir diese 99% sind. Das wäre der Wunsch, also hier mit beizutragen an der Verbreitung. Und ganz konkret für unsere Arbeit wünsche ich mir natürlich, dass wir aus der Keimzelle der Alsfelder Beschlüsse vom 9. November 2012 dann in der Tat wirklich so etwas wie einen freiheitlichen, visionären Protest, eine vielleicht sogar revolutionäre Bewegung à la Vormärz im 19. Jahrhundert auf die Beine stellen und dass das Hambacher Fest 2.0 einen ähnlichen Zulauf, die Messlatte liegt 1832 bei 30.000 Leuten, 20.000 bis 30.000 Menschen, die dort dabei gewesen sind, finden, sodass dann all solche Ideen und Überlegungen eben nicht mehr verschwiegen werden können und dann auch der Mainstream umkippt. Und jeder kann auch im Übrigen durch Chats und Foren und Leserbriefe dazu beitragen, dass all diese Überlegungen und all dieses Wissen, was da ist, auch im Mainstream wirklich als permanente 1000 Nadelstiche ankommt, sodass auch da das immer schmerzlicher wird, dass die Parallelwelt, in der diese medialen und politisch herrschenden Leben nicht die wirkliche Welt darstellt. Und dazu können wir alle beitragen. Und das ist das, was ich mir auch eben von meinen Zuschauern und von den Besuchern der nächsten Alsfelder Tagung oder weiterer Kongresse oder auch für deine Zuhörer ganz allgemein wünsche. Ja, dann bleibt mir auf jeden Fall zum Schluss nur noch auch dir zu danken für deine Bereitschaft, auch bei uns im Kulturstudio als Interviewgast des Öfteren ja zur Verfügung zu stehen. Ja, wünsche dir natürlich erholsame Feiertage. Ich denke, das hast du dir auch verdient nach diesem ereignisreichen Jahr. Ja, und bin natürlich auch drauf gespannt, was im nächsten Jahr so passiert, was auch vom alten Parlament kommt. Und wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr garantiert das eine oder andere Interview im Kulturstudio wieder führen. Da freue ich mich schon drauf und kann dir das schon gerne und auch deinen Zuhörern gerne zusagen, wenn wieder ein Thema sich ergibt und du Lust hast, machen wir sehr, sehr gerne wieder was zusammen. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute und ja, erhol dich gut und komm gut rein ins neue Jahr. Ich wünsche dir das auch und freue mich auf das Wiederhören und Wiedersehen in 2013. Ja, vielen Dank nochmal an dich für dieses Interview. Ja, wünsche dir nochmals alles Gute und bis bald. Tschüss.